Wetter. Wir haben es vor Augen. 4 Punkten, eine 54er Zeit, meine Damen und Herren. Er kann jetzt vielleicht ein klein wenig agieren, wohl wissend, dass ein Nullbleiben in diesem Falle ausreichend ist, um eben das Hamburger, das Derby, das deutsche Springderby hier zu gewinnen. Es bleibt in Holsteiner Hand. Das ist schon mal für viele wichtig. Das ist schon mal auf jeden Fall auch hochentscheidend für die Hiesigen, die Ihnen natürlich jetzt hier die beiden, den beiden hier die Daumen gedrückt haben. Nisse Lüneburg und Kalle Kuhl. So, der Birkenochser. Jetzt steckt einem schon dieser enorm schwere Parcours in den Knochen und dann heißt es noch einmal eben sich motivieren, die letzten Kräfte mobilisieren hier auf den letzten Metern. Da ist es vorhin passiert bei Torben Kühlbrand. Jetzt heißt es natürlich für Nisse nochmal besonders aufpassen, für Kalle. Kommt da nicht dran, kommt dort nicht dran, heißt es jetzt lediglich auch den letzten noch liegen lassen. Und so heißt der Derby-Sieger aus dem Jahre 2012. Ja. Und jetzt ist es amtlich, Nisse Lüneburg. Auch wenn er dann noch einen bekommt und den zwar für die Zeit Nisse Lüneburg und Kalle Kuhl sind die Derby-Sieger im Jahre 2012. Holstein freut sich, der ganze Derbyplatz freut sich, meine Damen und Herren. Und es gibt ganz bestimmt auch hier am Sonntag noch eine richtig tolle Party. Es war ein Derby ganz nach meinem Geschmack. Es waren tolle Reiter, es waren enorm starke Pferde. Und wir stehen hier beim Derby zweifelsohne im Vordergrund. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen an den Bildschirmen mindestens genauso, wenn Sie einfach nicht genug kriegen können von diesem großartigen, von unserem großartigen Springsport, dann darf ich Ihnen eins nur ans Herz legen. Wenige Tage sind es noch, dann haben wir schon wieder die Koffer gepackt, dann sind wir nämlich in Wiesbaden im Schlosspark. Auch da ist wieder die Global Champions Tour dabei. Ab Freitag fällt da bei uns die Klappe und heißt es, Clip My Horse ist live dabei. Ich möchte mich jetzt erst einmal mit diesen wundervollen Bildern